Ein herzerfrischendes Moin Moin und willkommen zur nächsten Folge von Phantasio World Resort. Ja, wir haben es jetzt erfahren, ne? Nächste Woche ist es soweit, das neue Pack kommt. World's Fair Pack, ja. Ich freue mich drauf, definitiv. Und ich habe schon gemerkt, ja. Das wird dann wohl so heißen, dass wir dann nochmal auch an der Main Street, je nachdem hier und da vielleicht nochmal Hand anlegen. Genauso wie wegen dem Patch, wegen den Restaurants. Ja, und jetzt sind wir aber schon an der Baustelle angekommen und gehen in den Speedbuild über. Ja, na, Main Street müssen noch, die ganzen Rückseiten müssen noch gemacht werden. Muss noch alles abgeschlossen werden. Ja, erstmal musste ich gucken, wo ich jetzt genau anfange. Und nochmal ein bisschen was hin und her verschieben. Tja, das ist so, ne? Aber in dieser Folge geht's am meisten eigentlich mal darum, ja, hinten am Pool ein bisschen was zu machen, aber auch mal hier den Eingang hinzusetzen, den wir ja brauchen. So, da ist der Hoteleingang gesetzt. Die Zimmer müssen noch gesetzt werden. Die Luxuszimmer natürlich ganz nach oben. Ja, das war ja eigentlich schon fast klar, oder? Würde ich mal sagen. Die anderen Zimmer kommen auf die erste Etage. Ja, und da sind wir jetzt so fleißig dran. Jetzt muss ich erstmal gucken, wo ich mich platziere. Dann habe ich gemerkt, ja, da ist doch, stimmt doch irgendwas nicht. Da muss doch noch die Wand hin. Ja, das fällt einem dann immer halt erst dann auf, wenn man dann schon einigermaßen weit ist. So. Das habe ich jetzt dann von außen gemacht. Es bietet sich hier an, das dann von außen zu erledigen, anstatt von innen. Weil von außen haben wir ja einen besseren Überblick über das Gebäude als von innen. Da haben wir ja nicht so unbedingt den guten Überblick. So. Ja. Jetzt die Zimmer noch eingesetzt. Da wird jetzt auch kein Flur mehr oder sonst was gebaut werden. Also, das sehe ich jetzt auch nicht. Weil wir sind schon bei über 4.400 Teilen angekommen, glaube ich. So, jetzt muss ich erstmal gucken, wie muss ich das zuordnen. 25 Zimmer haben wir zugeordnet. Passt ja, Restaurant rein. Fitnessraum gibt es nicht. Ja, also nur das, was auch wirklich so sichtbar auch da ist. Dann der Weg dahin. Ja, da ist noch die Mauer, ist noch da. Das kommt dann beim nächsten Mal weg. Ja, da muss ich mir noch was einfallen lassen. Dann habe ich natürlich auch hier die Barrieren muss ich machen. Ja. So, erstmal den Weg hingesetzt. Damit wir den Durchgang auch haben. Ja, das ist auf jeden Fall ganz wichtig gewesen. Wenn wir endlich den Durchgang haben, damit wir auch den Weg hier außen rum haben. Ja, halt die Kleinigkeiten jetzt, ja. Es geht jetzt so langsam in die richtige Richtung mit dem Hotel. Obwohl, ich glaube, das World's Fair Pack wird mir da nochmal einen Strich durch die Rechnung machen. In der Hinsicht, dass ich da nochmal an gewisse Sachen Hand anlegen werde. Wenn mir aufgefallen ist, ja, manche Sachen könnte man vielleicht doch noch verbessern. Aber lassen wir uns erstmal überraschen, was drin ist. Zumindest am Gebäudeteil, was jetzt dann endgültig drin ist. Weil, das wissen wir ja noch nicht. Wir wissen, dass Asia drin ist. Ja, das konnte man im Trailer sehen. Aber ansonsten wussten wir es jetzt leider nicht. Ja, und jetzt die Barrieren setzen. Ne? Erstmal auf der normalen Höhe. Die Barrieren setzen, so dass es passt. Dass die Leute nicht da durch die Sachen laufen. Weil Planet Coaster hat da leider keine echte Kollisionsabfrage.
Das wissen wir ja schon. Sonst müssten wir ja nicht mit diesen Tricks hier arbeiten. Das wäre etwa, wäre ein Tool, wo ich sagen würde, das wäre richtig geil, wenn es dran reinkommen würde, dass es automatisch Planet Coaster merken würde, hier ist ein Szenerieteil, dürfen die Leute nicht durchgehen. Ja, und da ich den, der Weg breiter ist, Entschuldigung, da der Weg breiter ist, als das, als hier das, der Weg, den ich hier wirklich dann gezeichnet habe, quasi. Ich trinke mal kurz was. Entschuldigung. So. Muss ich natürlich da rangehen. Und das kann man mit diesen schönen, mit den Barrieren schön machen. Dann passt das schon. Ne? Aber es wird auf jeden Fall auch in dieser Folge noch was wirklich gebaut. Also jetzt ging es dann erstmal alles auswählen. Dann muss das Ganze in den Boden versetzt werden. Diesmal hat das Auswahltool einigermaßen mitgespielt. Ja, also ich war überrascht. Wenn ich auf das rote Band geklickt habe, wurde das rote Band auch ausgewählt. Hier und da natürlich so Kleinigkeiten. Aber ansonsten hat es relativ gut mitgespielt, ausnahmsweise mal das Auswahltool. Ich glaube, da war die Hitbox relativ gut ausgewählt. So, dann natürlich muss hier dann dasselbe stattfinden. Aber ich habe das dann auch dementsprechend dem Gebäude hinzugefügt. Weil ich denke, das passt auch, wenn das mit dem Gebäude verbunden ist. Dann haben wir da ein bisschen mehr von. Dann kann ich nämlich, solche Sachen nämlich auch wiederverwenden. Ja, es ist ein bisschen leichter. Das mache ich ja auch zwischendurch, Sachen wiederverwenden, weil es sich halt dann auch anbietet. Also man muss nicht immer jedes Mal die Welt neu aufbauen. Ja. Das ist, kostet Zeit. Und ja, was soll man sagen? Das Projekt ist ja eh schon sehr umfangreich, wie ihr wisst. Da muss man halt an manchen Punkten vielleicht etwas nachgeben. Ja, aber kommen wir mal wieder zu meinem Sportpart. Ja, Formel 1 ist gelaufen. Das wissen wir ja jetzt. Jetzt ist es endgültig soweit. Ja. War ein schönes Rennen, keine Frage. Ja, das Fußballspiel jetzt, ja, was soll ich dazu sagen? Kann man sie auch schenken, ne? Das war jetzt wirklich nicht überragend. Hat mich auf jeden Fall nicht aus den Socken gehauen. Weil, ja, Köln hat da sich absoluten Schrott zusammengespielt. 2-1 zu verlieren zu Hause, also irgendwie zu Hause kriegen sie es nicht hin, ne? Da kriegen sie es einfach nicht hin. Mal die drei Punkte zu holen, ja. In der Ferne überhaupt kein Problem. Da und da spielen sie dann wie die kleinen Götter. Aber zu Hause, das ist schon vor heimischem Publikum, ständig dieses Problem zu haben. Das ist dann schon ärgerlich. Ich glaube, das ist einfach ein bisschen zu hoher Druck, der da ausgesetzt ist, wodurch die Leute einfach, ja, nachgeben. So. Und jetzt bauen wir endlich mal was. Ja, wir haben jetzt die ganze Zeit nur Barrieren gesetzt. Jetzt bauen wir mal eine Liege. Habe ich auch noch nie gemacht. Ja, im Planet Coaster eine Liege gebaut. Das muss man auch erstmal machen. Das ist es halt, ne? Weil, ja, nicht unbedingt so leicht, würde ich sagen, ne? Eine Liege zu bauen. Aber ich denke, das Ergebnis spricht für sich. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Ja. Das ist jetzt eher eine Doppelliege, könnte man eigentlich sagen. Ja, für zwei Personen. Und das Ding kommt auch in den Workshop. Also ich werde das Ding genauso auch noch im Workshop veröffentlichen, wenn ihr da Lust drauf habt. Weil ich finde, das sieht gar nicht so schlecht aus. Also an der Liege habe ich jetzt alleine schon gut eine halbe Stunde dran gearbeitet.
Ja, also das, was ihr seht, das ist schon ansprechendes Tempo. Und an der Liege habe ich wirklich eine gute halbe Stunde gearbeitet. Jetzt ein bisschen Holz, ja, damit es ein bisschen besser aussieht, ein bisschen Textur reinkommt, weil die Kunstformen haben einen Nachteil. Sie haben keine echte Textur. Beziehungsweise nicht gar keine Textur, mit der man was anfangen kann. So. Und da kommt das Holz doch einen relativ entgegen, würde ich sagen. Ja, und da haben wir dann vorne noch. Jetzt muss die Rückseite noch gemacht werden. Das Oberteil. Also ich denke, das ist doch, ist doch keine schlechte Lösung. So sieht das, finde ich ganz gut aus. Ist doch gut geworden. Ja, und da bin ich jetzt noch weiter am gucken, was ich noch dranbringen kann. Ja. Ich hatte jetzt geguckt, ob ich da einen Laken hinmache oder nicht. Ja, das ist halt immer so ein bisschen Ausprobiererei. Weil so eine flache Textur wieder von der Kunstform, das sieht ja dann, sieht einfach, was soll ich, wie soll ich es ausdrücken? Sieht immer, ja, ein bisschen seltsam aus, sagen wir es so. So. Ah, jetzt war ich noch die Sachen am Ausprobieren, was ich da hin machen kann. Seht ihr mal, wie das für mich dann ist in diesem Prozess. Ja. Und da hatte ich jetzt eigentlich was gefunden, was gar nicht so schlecht ist. Ich weiß nicht, ob ich das, ob ich oh, ob ich es wiederverwende oder nicht. Ja. Weil irgendwie sieht es ja dann doch. Es sah nicht so aus, ne? Es war jetzt nicht der Weisheit letzter Schluss, finde ich. Naja, das ist ja. Das kommt bei Planet Coaster ja öfters vor. So. Aber einfach ein bisschen gut gelaunt, ein bisschen Spaß haben. Das gehört zu Planet Coaster ja dazu. So. Jetzt habe ich mich dafür entschieden, die Dinger hier zu verwenden. Quasi als Achse, damit er so sieht, aussieht. Ja, und dann, da ich das als Szeneriegebäude hatte, konnte ich das natürlich auch wiederverwenden. So, jetzt die Dinger dran, paar Schirme, paar Sonnenschirme. Das Ganze wird dann auch zusammengefasst. Ja, und das kommt dann natürlich auch an den Pool dran, ne? Ja, das Wetterverschiebetuch war wieder mal freundlich zu mir. Und dann habe ich das als ganze Gruppe gemacht, auch für die andere Seite. Ja, und da ist mir aufgefallen, dass wieder was verschoben ist. Ja, ich hatte ja eben noch da die Verschiebung gemacht, wahrscheinlich war das davon. Ja. Jetzt diese Baumlinie da auch noch hin. So, dass der Pool richtig abgeschlossen ist vom restlichen Bereich. Jetzt noch eine Leiter rein. Ja. Ja, das muss ja auch sein, ne? Dass die Leute auch dann wirklich in den Pool reingehen können. Da muss ich jetzt erstmal gucken, welche nehme ich denn dafür. Ja, und da war diese Feuerleiter. Finde ich, sieht gar nicht so schlecht aus. Sieht, glaube ich, mit das Beste aus, was man dafür nehmen kann. Na, jetzt mal kurz speichern. Muss auch sein. Ja. Und jetzt? Ja, ein Sprungbrett fehlte, ne? Sprungbrett braucht man ja auch. Leute sollen ja auch in den Pool reinspringen können. Sonst ja ein bisschen Spaß haben. Ja, das muss da auch sein. So, jetzt das Ganze als weiß. Natürlich. Was sonst? Ja, ich weiß, heute ist, sage ich einfach nur, was offensichtlich ist. Erklär uns doch mal was anderes. Nee, heute nicht, heute. Heute freue ich mich einfach darüber, dass wir das World's Fair Pack nächste Woche kriegen. Ja, Sonntag gibt es ja dann die nächste Folge, da werde ich dann auch noch ein bisschen was gemacht haben. Noch ein paar kleine Anpassungen. Aber erstmal geht es jetzt ums Licht. Das musste erstmal gemacht werden. Also
Die ganze Zeit hatten wir jetzt mit dem Licht ziemlich sparsam umgegangen. Aber auch selbst am Ende dieser Folge, ja, sind wir noch nicht beim endgültigen Licht angekommen. Das ist echt noch einiges zu tun, ne? Das ist echt noch einiges zu tun. Ich hoffe, das mit diesen kleinen Fackeln passt auch. Ja. Ob da jetzt der Realismus Direktor damit zufrieden ist, könnt ihr in die Kommentare schreiben. Sag mal, die Fackeln sind da einfach viel zu nah. Das kann da doch brennen oder sonst was. Ja. Sagt es einfach in die Kommentare. Wenn ihr das so findet, dann werde ich das anpassen. Ansonsten lasse ich das so. Ich finde, das sieht gar nicht so schlecht aus. Ja. Diese Gebäude, ja, die habe ich hier angefangen. Die werden wir nächste Folge machen. Unsere Shops. Aber ich glaube, die werde ich mit dem World's Fair Pack dann wahrscheinlich nochmal anpacken müssen. Ja. Dann kriegen wir nämlich mediterranen Stil und ich glaube, das passt dann besser. Ja. Wir haben ja hier einiges bekommen. Ich hoffe mal. Also ich lasse mich erstmal überraschen, was überhaupt reinkommt. Im Pack. Was wir dann endgültig reinkriegen. So, da habe ich mir für die Fackelständer hier entschieden. Ne? Brauchte man. Weil auch auf den Sitzen sollte man, auf den Liegen sollte man ein bisschen Beleuchtung haben. Und im Pool selbst. Der Pool selbst wird auch noch beleuchtet. Ja, mit dem Umgebungslicht, ne? Schön im Blau gehalten. Schöner Blauton. Schön angenehm. Ich finde, das passt. Oder? Tja, so ist das. Da muss ich noch einiges tun. Ich glaube, da habe ich noch einiges vor mir. Bis es dann endgültig so fertig ist. Unser Ressort, wie es haben will. Vor allen Dingen müssen wir ja noch die ganzen Ferienhäuser machen. Aber ich glaube, das geht dann relativ zügig. Das wird ja dann. Die werden ja nur wirklich nur von außen gemacht. Die werden wirklich dann nur von außen gemacht. Jetzt könnt ihr mal sagen, ob ihr da von unten noch eine Beleuchtung haben wollt oder ob das so euch ausreichend, ob ihr das so ausreichend findet. Ja, jetzt kriegt das Gebäude endlich mal auch ein bisschen Beleuchtung. War ja auch schon, das ist ja schon lange fällig. Ja. Und dann wird auch dieser Fehler hier behoben. Dass hier die Dinger hier nicht sind. Ja. Diese Stuckecken, oder wie man es nennt, also ich weiß es jetzt gerade nicht. Ich weiß nicht, wie man es nennt, ist ja auch egal. Stuckeckstein, ja. Gut. Kurz gesehen, ja. Ja, der muss da auch noch hin, damit das endlich auch passt. Ihr seht, ich mach das wirklich immer mit Augenmaß. Ja, also ich nehme da jetzt nicht noch was Besonderes. Und jetzt muss ich gucken, wie mache ich das da oben, ne? Da hat sich jetzt halt das, was da von dem Stück Eckstein nach oben rausguckt, habe ich dann genommen. Dann eine Lampe drauf gemacht. Dann hier in den Säulen noch eine Lampe versenkt. Bis auf ein gewisses Maß. Weil es soll ja nicht zu viel Beleuchtung sein. Könnt mal in die Kommentare schreiben, wie es euch gefällt. Oder ob ihr eine andere Idee habt. Ich lasse mich da auch überraschen. Vielleicht kommt er mit dem World Fair Pack dann endlich eine Beleuchtung, wo ich sagen kann, ja, die passt da. Weil irgendwie bin ich da nicht ganz zufrieden mit. Ja, ich finde es nicht schlecht. Definitiv. Ich finde, das sieht gar nicht so schlecht aus. Aber, ja, der Weisheit letzter Schluss ist das, glaube ich, noch nicht. Und die meisten Sachen sind mir einfach viel zu groß. Wenn ich die da reinbauen soll. Oder da drauf sitzen soll. Oder ob ich auf die Säule überhaupt was mache an Licht. Und nicht auf dem restlichen Balkon. Auf die Balkone muss ja auch noch so ein bisschen was an Deko drauf. Ja, und da sind wir schon im Lifetime-Mode. Ja, sind wir schon im Lifetime-Mode angekommen. Ja, nochmal ein kurzer Rundumflug. Um das Gebäude herum. An dem neuen Hoteleingang vorbei. Ja, in die Hotellobby, die wir jetzt eingesetzt haben. Mal kurz nochmal durchs Restaurant fliegen. Da haben wir ja diese Folge gar nichts gemacht. Ja, das ist ja auch ziemlich fertig. Der Durchgang ist ja auch ziemlich fertig. Jetzt
Ja, sieht man einfach mal ein bisschen, dass da die Beleuchtung schon hängt, die Lampen hängen. Oben sind die Leuchten eingebaut. Ja, da muss ich mir noch überlegen, ob das jetzt so der Weisheit letzter Schluss ist. Dieser Doppelbeleuchtung, ja, da unten. Auf dem Stück Eckstein. Auf den Eckstein. Ja. Die Poolumgebung. Mit ein paar Liegen. Und die immer noch unfertigen Gebäude, die da rumstehen. Aber ich denke mal, es wird jetzt so peu à peu langsam mit dem Hotel fertig werden. Also das Hotel selber wird dann fertig. Nur noch ein bisschen mit der Beleuchtung spielen vielleicht. Kleinere Fehler rausnehmen aus dem Ganzen. Und dann können wir auch mal sagen, ja, machen wir einen Deckel drauf. Ne? Sonst hängen wir ja da wirklich Ewigkeit noch dran. Wir müssen hier vorne natürlich noch mit der Beleuchtung spielen. Ja. Das sieht hier noch, ist auch noch sehr finster. Auch hier an den Seiten müssen wir nochmal gucken. Von hinten ist schon wirklich die Beleuchtung, finde ich, ziemlich final. Ja, da fehlt nicht mehr viel. Vielleicht hier noch, hier und da noch ein bisschen. So ein paar Wegbeleuchtungen. Aber da kann man sich ja was einfallen lassen. Ja. So, damit das Feeling nicht ganz kaputt geht. Hier soll das Entspannungsfeeling aufkommen. Adventure. Der Adventure-Teil. Ja. Im Gebäude haben wir jetzt ein bisschen Piraten-Karibik. Also ich finde, es sieht gar nicht so schlecht aus. Sieht jetzt ziemlich komplett aus. Ja, und damit sind wir schon so langsam am Ende der Folge. Ich wünsche euch einen schönen Freitag. Bis Sonntag bei der nächsten Folge Phantasia World Resort. Bis denn dann.